Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen kleinen Update-Video zu Digimon Masters Online. Das Weihnachtsevent ist draußen und ich erkläre euch jetzt, beziehungsweise gehe es mit euch nach und nach durch. Zuallererst haben wir Welcome to the Digital World. Wir haben Login-Event, Chicken Combo 30. Für die ersten 30 Minuten nach einer Stunde bekommt ihr ein Miracle Fruit, was sehr nice ist. Und nach 2 Stunden bekommt ihr Fruit of the Goddess. Finde ich gut. Und dann gibt es natürlich nach 3 Stunden den Happy New Year Coin. Dieser kann eingetauscht werden bei... Was ist das? Chuchi Darumon? Was ist ein Chuchi Darumon? Keine Ahnung. Ich komme noch nicht ins Game, deswegen kann ich da nicht nachgucken. Auf jeden Fall, wird wahrscheinlich irgendwo bei Fregimon oder so wieder sein. Wir schauen mal nach. Wir gucken mal, was es so gibt. Für einen Coin gibt es einen Jump Booster, Entire Area, also egal wohin. Für 3 Coins gibt es einen Evoluter, naja, nicht so geil. Für 7 Coins gibt es Backup Disc, eine Backup Disc sogar nur. Für 10 Coins, mein Gott, Alter, ich bin mega aufgeregt. Glaubt ihr gar nicht. Für 10 Coins gibt es Growth Factor 7 Tage. Dann gibt es für 15 Coins Digimon Archiv Expansion. Für 20 Coins gibt es Mystery Mercenary Digi Egg Alpha. Für 20 Coins gibt es Mystery Mercenary Digi Egg Beta. Okay. Und dann gibt es für 25 Coins die jeweiligen Alpha und Beta Random Reinforced Mercenary Digi Eggs. Wir können ja mal durchgehen. Camas can get Digi. Okay, Alpha und Beta sind Digi Eggs Level 3. Und die Random Reinforced Dinger können 3 bis 5 sein. Okay, geht klar. Ja, nichts Besonderes, ist halt so ein Standard-Event wieder, ne? Dann gibt es Welcome ohne E, ist schon mal mega nice. Digital World, create new Tamer and level the Tamer up to get reward for each 10 Level. Ist auch wieder so standardmäßig. Bei Level 50 gibt es ein Level 5er Egg und bei Level 60 gibt es Mega Reinforced Digi Clone. Plus ein Reinforced Digi Egg, okay. Also mit 50 und 60 bekommt ihr jeweils ein Digi Egg, was ganz Neues ist. Da ich nämlich einen Tamer noch auf Level 48 oder so habe. Kann ich mir beides abstauben. Also es funktioniert auch mit bestehenden Tamern. Deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Level 30 seid, wenn ihr Level 30 genau seid jetzt, dann kriegt ihr das hier zum Beispiel nicht, aber ihr kriegt die 40er, 50er und 60er Rewards. Alles, was dahinter ist, nicht. Erstellt ihr einen neuen Tamer, kriegt ihr natürlich alles. Was gibt's noch? Tamers who create. Ja, wenn ihr einen neuen Tamer erstellt, bekommt ihr 5x 1000er Booster, 10 Evoluter, 100 Chicken Combo, Blackstar, Shaped Hooded Shirt, Red Power Glove, Vintage Denim, Blue Jeans, Red Sport Sneakers und Black Normal Headphones. Also ganz normales Set, so wenn ihr einen neuen Tamer erstellt. Dann. Oh, cool. Welcome back, Tamers. Vielleicht habe ich Glück, weil ich habe mich die letzten Tage nicht eingeloggt. 5x einen 1000er Booster, 21 Inventar, 21 Storage Plätze, 3 Digimon Archive, 5 Backup Discs, 5 Option Change Stones, 5 Number Change Stones und ein Defy Level 5 Digi Egg. Boah, gleich erstmal gucken. Hoffentlich, bitte. XP Burning Event. Vom 22. bis zum 26. Dezember. Wochentags gibt es 200% EXP, Wochenende 300% EXP und dann Christmas vom 24. bis zum 27. gibt es 500% Erfahrung. End of Year, Start of Year. Vom 31. bis zum 3. Januar gibt es auch nochmal 500% EXP. Oh, die hauen hier EXP raus. Hör mal, leck mir am Arsch. So viel zum Login und EXP Event. Wir gehen mal weiter zum nächsten. Das nächste wird sein Limited Sales Center Custom Blitzmon Evil Godfruit, bla bla bla. Das Center Set kennen wir alle. Center Custom kostet 5 Crown oder 50 AP, je nachdem wo ihr spielt, für einen Tag. Oh man, 5 Crown ist nicht viel. Für 30 Tage kostet 130 Crown. Was gibt, naja, Movement Speed plus 77%, Attack. Oh, plus 600. Eieieiei. Plus 600 Attack. Okay, das Ding ist ein Muss. Das muss ich haben.
Und 200% EXP ist auch nochmal mega nice. Package contains ein Evil Growth Fruit und Small Growth Fruits. Ich habe keine Ahnung, was die Evil Growth Fruits machen, deswegen kann ich es euch nicht sagen, aber ja, bei Game King könnt ihr... LOL, die kosten 9 Kronen für so ein Package? Dann kann das nichts Gutes sein, oder? Keine Ahnung, sehen wir dann. Ja, dann gibt's halt das Blitzmann-Package, für die Leute, die nicht wissen, wer Blitzmann ist. Blitzmann ist Beetlemon. Beetlemon ist der neue Thunder Haarspirit. Es gibt nur den Thunder Haarspirit diesen Monat, was ein bisschen schade ist, aber nicht so schlimm. Gibt einmal Spirit of Lightning Haar, Pokémon Book, ganz normal, und 5000er Booster. Kostet bei Game King 65 Kronen und bei Aerial Games 650 AP. Finde ich gut, dass sie das mit reingebracht haben, wie viel es auch bei Aerial Games kostet, weil ist jetzt alles derselbe Publisher, so gesehen. Was ganz nice ist, Tamer can purchase Consignment Shop Lizenz. Achso, genau, es gibt jetzt einen Frigimon, den ihr kaufen könnt als Consignment Shop, also als aufstellbaren Shop, was ganz nice ist. Der Preis ist ganz normal, der ist teurer, 99 Kronen, 990 AP. Normalerweise kostet der 70 Kronen oder so, für 30 Tage. Ja, finde ich nice, finde ich gut. Ich will das Set haben. Also, wenn ihr ein bisschen Cash übrig habt, holt euch das Outfit. Das lohnt sich, auf jeden Fall. 600 Attack, das ist ja abnormal. Dann, Santa's Gift, which is fault from Rudolph's sled. Okay. Also, was vom Schlitten gefallen ist. Celebration for Christmas with Digimon Masters. Lucemon Satan Mode. Death X Dorugu. Was? Death X Doruguremon Raid Event. Okay. Also gibt's eine Raid? Retrieve. Ja, wir gehen mal durch. Lucemon Satan Mode und bla 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 Raid Event. Lucemon Satan Mode und Death X appeared in Digital World for bla 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 bla. Okay, die spawnen irgendwo. Santa's Gift Box is provided to tamers based on who gives much. Alles klar, es wird random einen Raid spawnen irgendwo auf der Welt und ihr könnt dann Santa's Gift Box droppen. Das heißt, alle Tamer werden, alle die angreifen, kriegen mindestens ein und dann je nach Damage Ranking bekommt ihr. Ah genau, wenn ihr Damage Rank 1 seid, bekommt ihr 3 Boxen. Das heißt insgesamt 4 oder was? Oder der erste kriegt nur 3 und die restlichen kriegen alle ein. Okay. Kriegt man denn aus der Giftbox Growth Fruit, BM Random Box? BM Random Box? Boah. Verstehe ich das richtig, dass da ein Random BM Item drin ist? What? Growth Factor für 7 Tage, Hedgebacker, Backup Disc, okay, ist okay. High Rank Megaphone 5, normaler Megaphone 5, Mysterious Food 3x Chicken Combo 10 und Received Santa's Gift Box 1x Master's Match Item, keine Ahnung, was das ist. Und da haben die das hier für Blinde, Retrieve Santa's Gift, which is für bla bla bla. Tamers are able to get Rudolph Box when defeat Enemy Digimons during Event Period. Bla bla bla. Okay, das wird so die TK-Box sein. Was? Okay, wir kriegen einmal. Man kann rausbekommen Red Nose Reindeer of Rudolph. Also die rote Nase. Horn of Rudolph, Snell of Rudolph, White Fur of Rudolph, Brown Fur of Rudolph. Also das wird man am meisten kriegen. Hier habt ihr die Rate, was da rauskommen kann. Und hier kann man sehen, was. Für was man das eintauschen kann. Red Nose Reindeer of Rudolph. Boah, kriegt man eine Santa's Giftbox, okay. Für 200 Snell of Rudolph. Ah, okay. Ah, lol, man braucht beides. Okay, natürlich, klar. Alter, what the fuck? Was machen die mit diesen ganzen Boxen-Events? Das heißt, du brauchst allein schon 150 Boxen, nur um ein Chicken-Combo zu bekommen? Oder verstehe ich das gerade falsch? Weil man braucht 100 mal braunen Fell und 100 mal weiß und 50 mal weißen Fell, um eine Chicken Combo zu bekommen. Ob das so geil ist, keine Ahnung. Megafon, Miracle Food würde sich lohnen, aber 500 brauner Fell und 250 weißer Fell, ich weiß ja nicht. Wir werden sehen, wie die Droprate ist und was aus den Boxen rauskommt, je nachdem.
Zu der Droprate komme ich gleich nochmal. Backup des Evoluta Growth Factor und dann diese Center Giftbox. Themos on each server participate this event to separate teams and Themos will gather. As much as possible to win Masters Match Event. This event is implementing during 4 weeks. Okay, bis zum 26. Januar. How to enjoy the event? Request a joining for Masters Match Event through Bancho Leomon Dat Center. Okay. The joining is done at Team Among blah 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 Black Alpha Team, White Omega Team. Okay. Themos must gather and insert retrieved to Bancho Leomon. Which team gather more? Come winning team, each team members will receive below reward. Alles klar, okay. Man kann im Dutch Center bei Bancho Leomon sich einschreiben lassen für einen der beiden Teams, entweder Black Alpha Team oder White Omega Team. Und dann muss man diese Retrieved Centers Giftbox sammeln. Ihr habt 4 Wochen Zeit, vom 22. bis zum 26. Also 22. heute bis zum 26. Nächsten Monat. Und derjenige, der das am besten schafft, kriegt hier Miracle Ring Special 3-mal tradable. Boah. What? Okay. Verstehe ich nicht ganz, aber Rank High, bla bla bla. Chicken Combo, Evoluta. Also man kann auf jeden Fall was kriegen. Wenn ihr unter den Top 10 seid, kriegt ihr schon 2 BM Random Box. Boxen. Ob das jetzt für jeden Einzelnen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt ein Achievement für das Gewinnerteam. Gehe ich mal von aus. Time to start for my dream. Boah. Alter, was, da gibt's viel. Auf jeden Fall könnt ihr dadurch, durch Masters Match Event Achievement bekommt ihr zum Beispiel Living Legend. Was? Wenn ihr 500.000 Boxen eingegeben habt, bekommt ihr den Titel Living Legend. Dieser Titel gibt euch 1000 HP, 1000 DS und Skill Damage plus 10% Increase. 500.000 Boxen? Viel Spaß, Jungs. Also für die Leute, die farmen möchten. Ich weiß nicht, wie die Droprate ist. Keine Ahnung. Für eine Box bekommt ihr halt diesen Time to Start for My Dream 500 HP. Mein Gott, Alter. 500 HP Increase. Masters Match Rookie 1000 HP Increase. Earn Once Keep ist 1000 HP und 500 DS Increase. King of Real World ist 1000 HP, 1000 DS Increase. Dafür braucht ihr aber schon 50.000 Boxen, was mal abnormal ist. Und dann halt 500.000 Boxen. Ich weiß nicht, ob das als Gruppe zusammengezählt wird. Wenn ja, dann könnte das relativ simpel sein. Wenn du so 100 Leute hast, alle sammeln 5.000 Boxen, würde klar gehen. So viel dazu. Alter Vater. Ha, willkommen zum Update. New Spirit, wissen wir schon. Und dann Gendryumon Riding Mode. Soll auch was Besonderes sein. Naja, keine Ahnung. Evolve into Blitzmon, bla bla bla. Das ist halt der neue Spirit. Hier Blitzmon, Beetlemon, habe ich euch gerade schon gesagt. Und dann Dropcap removed. Wie geil, Alter. Item Drop Rate for Enemy Digimon's Level is increased or decreased according to the level difference. It's removed. Item Drop Rate is decreased, bla bla bla. Das heißt einfach, all of item is dropped regardless of enemy Digimon's Level. Ja, das geilste überhaupt. Ihr könnt jetzt Tamer Level 99 sein, beziehungsweise euer Digimon kann Level 99 sein. Ihr könnt zu einem Level 1er Digimon gehen, klatscht es um und ihr droppt trotzdem Eggs und Cracked Eggs und Data und all so ein Scheiß. Das heißt, es ist scheißegal, ihr könnt jetzt überall farmen mit egal welchem, mit einem 90er Digimon. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel Black Gabumon haben und die gibt es nur im Anfangsgebiet. Ihr habt aber nur High-Level-Digimon, ist kein Problem. Ihr geht einfach hin und farmt die. Mega geil, Alter. So, und dann EXP Cap for Quest Remove. Difference for Quest is higher than 15. XP Reward is not provided. Das heißt jetzt,
Alter, wie geil ist das denn? Die XP Cap für Quests wurde removed. Das heißt, ihr kriegt jetzt, egal welches Level ihr habt, wenn ihr zum Beispiel File Island levelt und euer Digimon ist, beziehungsweise euer Tamer Level ist irgendwie 15 Level höher als sonst, hättet ihr es nicht bekommen. Also die XP, zum Beispiel ich jetzt mit meinem High Level, habe ja in File Island keine XP sammeln können. Das ist jetzt geändert. Ich kann jetzt hingehen und questen und krieg trotzdem XP. Was mal ultra awesome ist. Das heißt, ich kann jetzt questen und leveln. Mega nice. Es sind zwar nur noch 4 Level, aber okay. Dann Duplication Amount of Items increased. Overlapped Amount of Items is increased to 500. Excludes some Items. Which has time limitation. Oh, korrekt. Items können jetzt bis auf 500 gestackt werden. Account Storage Slots are increased. Okay, Storage wurde erweitert. Dat Center is decorated. Ja, Dat Center hat jetzt so ein Christmas-Dingens. Und man kann auf Ginryumon reiten. Das ist halt ein Champion-Level. Total useless. Aber das hier wird mega nice. Also das feiere ich schon. Mal gucken, wie das so wird. Ich werde vielleicht später nochmal ein Dropcap XP Cap Remove Video machen und ein bisschen die Boxen reviewen, aber das war es jetzt erstmal zum Update. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ist ein bisschen viel Gequatsche, ein bisschen viel Durcheinander und so, aber ich bin halt mega gehypt. Das Video ist auch ein bisschen länger als gedacht, 20 Minuten oder so. Ja, 17. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß und haut da rein. Ciao!